Der Umbau der IGS Mühlenberg läuft auf vollen Touren. Schon vor Jahren war es offensichtlich geworden, dass die Schule für ihre rund 2000 Schüler nicht mehr groß genug war. Voraussichtlich 2016 soll der Umbau fertig sein, Nadja Babalola mit einem Zwischenbericht. Eine ganz neue Schule. Darauf kann sich die IGS Mühlenberg freuen. Vor circa einem Jahr hat der Teilabriss des alten Gebäudes begonnen und parallel dazu laufen seit 2 Monaten die Bauarbeiten für die neue Schule. Knapp 50 Arbeiter sind auf der Baustelle im Einsatz und mit den Erstarbeiten beschäftigt. Eine besondere Herausforderung ist der Bau direkt über dem Tunnel der Stadtbahnlinie. Hier auf dieser Stelle wird das Gebäude A02, also ein Schulgebäude, entstehen, das wir direkt über den Tunnel bauen werden. Das bedeutet, dass wir das Gebäude nicht auf den Tunnel stellen können, weil der Tunnel sonst einbricht. Und wir werden es einfach über den Tunnel bauen, ohne dass das Bauwerk den Tunnel berührt. Das machen wir folgendermaßen so. Wir haben jetzt einmal, wenn man dorthin schaut, haben wir überall eine Pfähle in den Boden gerammt, 25 Meter tief. Und darauf werden wir dann Fertigteile, also Balken setzen, auf denen wir dann nachher das Gebäude drauf bauen. Da der Grundwasserspiegel in dem Bereich sehr hoch ist, besteht die Gefahr, dass der Stadtbahntunnel aufschwimmen könnte, aufgrund des steigenden Wassers. Etwas, was bedacht werden muss. Deswegen folgt eine sogenannte Ballastierung. Weil man sieht, auf dieses kleine Teilstück werden wir insgesamt ca. 2800 Tonnen an Ballastkörpern unterbringen in Form von Stahlbeton. Das wird dann nach dem passieren, wenn wir in dem Zuge passieren, wenn wir die Balken hier setzen. Und im hinteren Teil werden wir auch nochmal ungefähr die gleiche Menge bringen, also ungefähr 5600 Tonnen an Ballastkörper werden wir auf den Tunnel legen, sodass der Tunnel nicht aufschwimmt. So soll bis 2016 aus der alten Schule eine neue entstehen für die knapp 2000 Schülerinnen und Schüler der IGS Mühlenberg. Als nächstes steht die Betonage der neuen Schule an. Bis zum Sommer wird sich hier also noch einiges tun.